Asklepios nutzt die Chancen der Digitalisierung und verwirklicht gemeinsam mit dem Tochterunternehmen Medilis technologischen Fortschritt für eine bessere Gesundheitsversorgung. So auch in unserer Klinik in Bad Oldesloe, das erste Krankenhaus weltweit, in dem zwei kollaborierende Roboter Tag und Nacht im Einsatz sind und so unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Alltag erleichtern. Die Roboter führen wichtige Laboranalysen durch und betreiben so selbstständig ein komplettes Basislabor. Sie werden über eine Software gesteuert und können so autonom ihre für den Klinikbetrieb unerlässliche Arbeit durchführen. Eigenständig ordnen und sortieren die beiden Roboter die Proben und erkennen anhand der Farbe des Probendeckels, um was für eine Probe es sich handelt. Unsere Roboter arbeiten eng als Team zusammen. Ihre Arbeitsprozesse sind genau aufeinander abgestimmt und miteinander verknüpft. Im seltenen Fall, dass etwas Unvorhersehbares geschieht, reagieren die Roboter mit einem Arbeitsstopp, um mögliche Störungen zu verhindern. Sobald das Problem behoben ist, fahren die Roboter mit der Arbeit fort. Manchmal muss es im Krankenhaus besonders schnell gehen. Lebensgefahrproben stehen deshalb an oberster Stelle. Das System erkennt und priorisiert Notfallproben, die über einen Schlitten in das System befördert werden. Auch Nachforderungen werden smart und automatisiert bearbeitet. Sollte eine unbekannte Probe im System auftauchen, können die Roboter dies an der Barcode-Kennung der Probe ablesen. Die unbekannte Probe wird dann in ein Probenfach ausgeschleust, ohne das System dabei zu unterbrechen. Das Wichtigste dabei: Durch den Einsatz unserer Roboter können wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei einfachen Aufgaben entlasten. Das Labor kann so auch in der Nacht oder an Wochenenden ganz ohne Laborassistenten betrieben werden. Damit entwickeln wir einen Teil der Lösung, um künftig trotz des zunehmenden Fachkräftemangels im Gesundheitssektor eine solide Gesundheitsversorgung auch im ländlichen Raum gewährleisten zu können.